Ja, und ich spreche jetzt mit einer Oberbürgermeisterin, nämlich von Neu-Ulm. Katrin Albsteiger begrüße ich sehr herzlich. Wir wollen jetzt über die Situation der Gemeinden und Kommunen in Bayern sprechen. In der Rede von Söder sind ja schon einige Dinge genannt worden, Probleme, die Sie auch haben. Zunächst mal die Frage, wie ist denn diese Rede angekommen? Das war ja so eine richtige bayerische Euphorierede. Absolut, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Delegierten, die hier im Raum waren, schwer an seinen Lippen gehangen sind. Es ist ja nicht immer so, dass der Saal komplett voll besetzt ist, aber ich habe in die Reihen der Delegierten geschaut und konnte auf jeden Fall Begeisterung sehen. Also die Stimmung war eine gute und ich muss auch in meiner persönlichen Bewertung sagen, er hat es schon geschafft, die Mitglieder der CSU mitzunehmen. War das so die Rede, die man ein Jahr vor der Landtagswahl braucht? Absolut. Also ich meine, wir brauchen nicht um den heißen Brei rumreden. Nächsten Herbst sind die Landtagswahlen. Da ist natürlich das oberste Gebot und die Aufgabe eines Parteivorsitzenden erstmal die Mobilisierung der eigenen Leute in Kraft zu setzen. Und ich glaube, das ist ihm heute gelungen. Jetzt habe ich Sie natürlich sehr gerne ans Set hier gebeten, weil es auch in den Gemeinden und Kommunen ein ganz spezielles Problem gibt. Nicht nur in Bayern, aber auch in Bayern. Städte wie zum Beispiel Bamberg sagen, wir können nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und wir haben zusätzlich noch das Problem, die Flüchtlinge werden nicht gleich behandelt. Wie ist das bei Ihnen in Neu-Ulm? Das ist tatsächlich ein großes Problem. Die Kapazitäten sind am Rande, sind ausgeschöpft, insbesondere was die Wohnsituation angeht. Da gibt es natürlich dann zwei unterschiedliche Themen, die man anschauen muss. Geht es einerseits um die Flüchtlinge aus der Ukraine und andererseits gibt es ja auch noch andere Flüchtlinge, die zunehmend in unser Land kommen und dann auch auf die Kommunen verteilt werden. In dem Moment ist es so, die ukrainischen Flüchtlinge durch den Rechtskreiswechsel sind eigentlich in der Situation, dass sie sich auf normalen Wohnungsmarkt Wohnungen suchen müssten. Ansonsten, wenn sie noch in Hallen oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden wären, sind sie sogenannte Fehlbeleger. Das ist eigentlich nicht so vorgesehen. Hört sich auch nicht schön an. Nein, absolut nicht. Und das ist natürlich auch so nicht gewollt. Im Großen und Ganzen muss man aber einfach sagen, die Wohnsituation, insbesondere in den großen Städten, ist natürlich so oder so schon so extremst angespannt, dass wir ja auch für unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger absolut schwer Wohnungen anbieten können. Schon die tun sich unheimlich schwer. Also wird man das nicht zusammenbringen können. Die Konsequenz ist, dass im Zweifel Turnhallen belegt werden müssen, die Flüchtlinge in großen Unterkünften untergebracht werden müssen. Und das sind natürlich Situationen, die sind für die Flüchtlinge sehr herausfordernd, aber natürlich für uns Kommunen auch extrem herausfordernd. Und die Situation ist absolut unbefriedigend. Sie ist natürlich auch für die Flüchtlinge unbefriedigend, nicht nur bei der Wohnsituation, sondern auch, weil irgendwann so ein Punkt kommt, wo die Bevölkerung dann auch sagt, jetzt ist aber irgendwo auch unser Leben eingeschränkt. Bei den Ukrainern, glaube ich, ist man sehr tolerant. Wie erleben Sie das in Neu-Ulm? Ja, so und so. Es ist korrekt. Wir taten uns etwas leichter, in dem Fall war es unser Landratsamt, etwas leichter, explizit Wohnungen anzumieten für ukrainische Flüchtlinge, insbesondere in den ersten Monaten. Da war die Hilfsbereitschaft sehr, sehr groß in der Bevölkerung. Uns hat sozusagen jeder irgendwie ein Zimmer freigeräumt, wo er noch jemand aufnehmen konnte. Natürlich ist das keine Situation, die auf Dauer funktionieren kann. Wie lang kann das funktionieren? Wie lang ist die Hilfsbereitschaft so groß, dass man sagt, man nimmt eigene Einschränkungen in Kauf? Ich glaube, das muss man im Einzelfall beantworten. Da gibt es welche, die haben einen extrem langen Atem, aber wir merken schon an der einen oder anderen Stelle, dass die Nerven aufgebraucht sind. Jetzt schon. Was können Sie tun? Ja, wir versuchen im größten Notfall, ich bin persönlich nicht für die Unterbringung zuständig, sondern wie gesagt das Landratsamt, man muss letzten Endes die Hallen alle im Zweifel dann zumachen und dafür zur Verfügung stellen, wenn die Situation noch schlimmer wird. Aber die Bevölkerung wird das natürlich irgendwann auch mal ganz schwierig sehen, insbesondere deshalb, weil es natürlich auch unsere Menschen, die in Vereinen aktiv sind, betrifft. Die können die Hallen nicht mehr benutzen, aber auch der Schulsport zum Beispiel an der Stelle muss ausfallen. Und das ist ein Akzeptanzproblem, dort die Wogen geglättet zu halten, das ist praktisch, ja, ich würde sagen, eine Herausforderung, wo ich Ihnen nicht sagen kann, wie es jedem Einzelnen in den Kommunen gelingen wird. An welchem Punkt sind wir? Wenn man mit Militärs spricht, dann sagen die, das ist keine besondere, ungewöhnliche Situation, dass jetzt überall im Land in der Ukraine bombardiert wird, ganz gezielt. Was bedeutet das, dass auch die Flüchtlingsströme im Zweifelsfall größer werden?
Ich bin kein Experte in dem Bereich, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, dass die Situation in der Ukraine, die Kriegszustände noch sehr, sehr lange weiter anhalten werden und auch die Angriffe auf die Städte nicht besser sein werden, beziehungsweise sich vielleicht sogar noch verschlimmern, dass die Flüchtlingszahlen noch mal anwachsen werden. Es war eine Zeit lang relativ, ich möchte fast sagen, ruhig. Aber jetzt hören wir doch, dass es wieder mehr geben wird, die aus den Städten zu uns kommen. Kann man eine bessere sozusagen Koordination herstellen, auch innerhalb Bayerns? Weil ich mir gut vorstellen kann, der Großraum München ist eigentlich quasi nicht mehr in der Lage aufzunehmen, aber eben auch kleinere Gemeinden. Kann man so etwas sozusagen bayernweit machen? Ich glaube schon, dass wir das können. Und da gibt es auch Zahlen, die ganz genau belegen, welche Landkreise noch mit mehr Flüchtlingen diese aufnehmen müssen und welche schon weit überbelastet sind. Die Zahlen sind bekannt und danach wird auch entsprechend gehandelt. Ich gebe aber offen zu, wo es uns momentan noch ein Stück weit fehlt, ist in der Verteilung innerhalb der Kommunen in einem Landkreis. Ich spreche jetzt nicht für die großen kreisfreien Städte, sondern insbesondere für die kreisangehörigen Kommunen. Dort gibt es keine Regelung, die sagt, in welcher Stadt, in welcher Kommune, in welcher Gemeinde, wie viel Prozent Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Deswegen sind die Städte, insbesondere die großen kreisangehörigen Städte, massiv belastet, weil da einfach insgesamt mehr Möglichkeiten sind, die größeren Hallen stehen, Lagerhallen vielleicht auch zur Verfügung stehen. Und das wirkt dann sich natürlich auf diese eine Stadt schon massiv aus. Das erlebe ich auch in der Stadt Neu-Ulm. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren, Frau Albsteiger. Dankeschön.